Hallo. Hallo Christian. Was machst du denn hier? Ich nehme gerade Blattproben, um DNA daraus zu isolieren. Dürfen wir dir ein bisschen zugucken? Natürlich. Und Christian, hast du Lust, uns noch ein bisschen mehr zu erzählen? Ja, habe ich. Ich bin auch gerade fertig mit der Platte. Also, wir gehen am besten nochmal zu einem ruhigeren Ort dafür. Okay. Bis gleich. So, Christian, erzähl uns doch mal, wie du hier ans Institut gekommen bist. Also, ich habe bereits meine Bachelor- und meine Masterarbeit am IBK in Gardasleben absolviert und habe dabei Interaktionen zwischen Proteinen untersucht, was auch hoffentlich demnächst publiziert wird. Und habe mich dann einfach initiativ in der pflanzlichen Reproduktionsbiologie-Gruppe bei Dr. Kumlehn beworben und am gleichen Abend die Zusage bekommen. Und woran arbeitest du jetzt in deinem Projekt? Ich versuche durch eine gezielte Veränderung in verschiedenen Genen die Architektur der Ähre von Gerste und Weizen zu verändern. Der Hintergrund ist, dass wir das Problem in naher Zukunft haben werden, dass wir nicht genug Ertrag bekommen werden mit den derzeitigen Ertragssteigerungen, die wir noch haben. Deswegen ist CRISPR-Cas dafür die perfekte Möglichkeit, relativ schnell den Ertrag zu erhöhen. Und ich arbeite an verschiedenen Genen in Gerste und Weizen und hoffe darauf, dass am Ende die Ähren, die ich erschaffe, verzweigt sein werden. Was interessiert dich besonders an deinem Projekt? Einmal die Vielfältigkeit, weil ich mit Gerste und Weizen arbeite, die ja doch etwas unterschiedlich und unterschiedlich kompliziert sind. Und auch die verschiedenen Fragestellungen, so dass ich zum Beispiel in Weizen ein Gen ausschalten möchte, während ich in Gerste ein Gen durch eine Veränderung hochregulieren möchte. Erzähl uns doch mal, welches Ereignis dir in besonderer Erinnerung geblieben ist. Da muss ich kurz nachdenken. Was so mit am schönsten war, als ich meine erste mutierte Pflanze bekommen habe. Als ich wirklich einen Phänotyp auch gesehen habe und dabei das Gefühl hatte, ja, du hast jetzt was bewirkt. Okay, vielen Dank für das Interview. Es hat sehr viel Spaß gemacht.